Mir macht meine Arbeit Freude, denn ich kann Menschen helfen. Also ich bin mit Leib und Seele plastischer Chirurg. Es macht mir Spaß zu gestalten und zu formen. Das Schöne an der plastischen Chirurgie ist, dass es sehr abwechslungsreich ist. Die Motivation unserer Patienten, nun lassen wir zunächst die Behandlung von Tumoren und Verletzungen unbetrachtet. So gibt es Menschen, da klafft eine große Lücke zwischen dem gefühlten und dem tatsächlichen Alter. Da gibt es Lösungsmöglichkeiten in der plastisch-ästhetischen Chirurgie. Einzugehen und zur Seite schauen. Ich nehme mir gern Zeit für meine Patienten, um deren Erwartungen und Motivationen kennenzulernen. Guten Tag. Nur so lässt sich ein optimaler Therapieplan erschließen. Sind ja wirklich sehr. Aber wir erfüllen nicht jeden Wunsch. Der Schlüssel ist das Beratungsgespräch. In einer ausgiebigen Beratung erfahren wir die Motivation und die Erwartungen unserer Patienten und können somit individuelle Therapiekonzepte erschließen. Wenn Sie sich bei uns operieren lassen, geben wir eine Risikoabsicherung. Wichtig ist, dass eine individuelle Planung erstellt wird. Mit Anzeichnungen am Spiegel und am Computer können wir so die Problemzonen festlegen. Es ist mir wichtig, dass Sie mit einem guten Gefühl in unserer Klinik behandelt werden. Es ist eine Freude zu sehen, wie das Selbstwertgefühl gesteigert werden kann durch ästhetisch-plastisch-chirurgische Eingriffe. Das Besondere hier ist, dass er ein exzellenter Operateur ist und ein sehr junges, nettes Team führt. Was viele wahrscheinlich nicht wissen werden, ist, dass er sich sozial stark engagiert. Furchtbar verbrannte Kinder aus Kriegsgebieten wie Afghanistan werden unentgeltlich hier eingeflogen, werden von ihm operiert, von ihren Kriegsstigmata befreit und geheilt zurückgeschickt. Unter anderem fliegt er mit Interplast regelmäßig zum Beispiel nach Indien, um dort Ärzte vor Ort auszubilden. Und genau das motiviert einen, in diesem unserem Fachgebiet zu arbeiten, weil man vielen Menschen auch helfen kann dort. Die plastische Chirurgie wird oft kritisiert. Es ist genau das Gegenteil. Mit ästhetisch-plastisch-chirurgischen Eingriffen können wir in vielen Fällen das Selbstwertgefühl unserer Patienten steigern.